Unermüdlich dirigiert er den Verkehr. Mit weißen Handschuhen, konzentriertem Blick. Und immer mit Eleganz. Fast 20 Jahre schon ist die Piazza Venezia der Arbeitsplatz von Fabio Grillo. Wichtig ist die Präzision in der Bewegung. Elegant, genau und entschlossen. Nur so versteht der Autofahrer mein Zeichen. Wenn ich da einen Fehler mache, kann alles passieren. Wegen Straßenarbeiten auf der Piazza mussten die Verkehrsteilnehmer fast ein Jahr lang auf Fabios Dirigierkunst verzichten. Nun steht die menschliche Ampel wieder auf ihrem gewohnten Podest. Die Römer lieben ihren Vigile, ihren Wachtmeister, auch wenn der Job mitten auf der Piazza nicht für jeden etwas ist. Ich bin überzeugt, für diesen Job braucht es Begeisterung. Hier geht es nicht einfach um Verkehrsführung. Das Podest und seine Dirigenten schreiben sogar italienische Filmgeschichte. Der Film wurde bei uns gedreht, bei uns Wachtmeistern, auf dieser Piazza, auf unserer Dienststelle. Er hat uns berühmt gemacht. Damals war der Job des Maestros auf der Kreuzung übrigens reine Männersache. Doch auch in Rom geht man bei aller Tradition längst mit der Zeit. Leonora Ludovici ist seit 3 Jahren hier im Dienst. Als Frau auf dem Podest glaubt sie sich gegenüber ihren männlichen Kollegen sogar im Vorteil. Vielleicht, weil die Verkehrsteilnehmer von einer Frau mehr beeindruckt sind, mehr Respekt haben. Zumindest schauen sie genau auf meine Zeichen. Eleonora erinnert sich besonders gut daran, dass auf der sonst so lauten und vollen Piazza Venezia im Lockdown niemand den Verkehr regeln musste. Rund um das Vittoriano-Denkmal war fast kein Auto. Alles war frei, mit einer unwirklichen Stille. Man hörte sogar die Vögel singen. Daran erinnert jetzt auf der Piazza Venezia nichts mehr. Und die Verkehrspolizisten sind froh, zurück zu sein. Auch wenn man auf dem Podest Smog einatmet, ist es dennoch schön, da oben zu stehen. Das ist ein Sinnbild für Alltäglichkeit. Die Stadt braucht uns da oben. Denn wir stehen gleichbedeutend für Leben. Denn immer, wenn hier das Podest herauffährt, dann kommt auch ein bisschen Normalität zurück und die alte Eleganz der römischen Metropole.